Einblendung irgendwie penetrant. Also, oh ja, fahr da jetzt hin, du musst das jetzt machen und nicht nachher. Ich soll mich das schon selbst entscheiden lassen, wenn ich mit Story weitermachen möchte. Sehe ich jedenfalls so. Ah, okay. Also ich sehe, ich glaube, das mit den Funkturm wird eh so eine richtige Lebensaufgabe, so eine Kletteraufgabe. Vielleicht gibt es dann später auch noch so richtige Rätsel, wie komme ich weiter. Wie hier, das finde ich ja schon, ist schon ein kleines Rätsel herauszukriegen, wie man hier hochkommt. Wird schon wieder Tag. Ist meistens so, ich komme meistens bei so einem Funkturm im Dunkeln an. Naja, meistens beim letzten glaube ich jetzt gerade nicht, bei dem davor auf jeden Fall ja. Jetzt gucken wir mal, jetzt ist hier da oben eine kleine Truhe. Was gibt es hier Schönes als Belohnung? Eine Mini-Mini-Taschenlampe. Weiß gar nicht, ob wir die brauchen oder ob wir die verkaufen können. Aber hier haben wir erstmal wieder ein schönes neues Gebiet. Ja, damit haben wir wieder ein ganzes Stück freigesetzt. Müsste auch wieder neue Waffen bedeuten. Ja, nee, Karte wollte ich öffnen, Entschuldigung. Sehen wir mal an, was uns jetzt geöffnet wurde. Was ist das hier? Das sind Fasane, das ist wieder Ochsen. Hier kann man Tiger jagen, schön. Aber ich habe noch kein Wildschwein gefunden auf der Karte. Das ist auf jeden Fall Schwein. Aber bloß normales Schwein, hier ist auch nochmal Schwein. Ja, Schwein, Schwein, Schweine. Ich weiß auch nicht, warum man Wildschweine finden kann. Ja, wenn ich sehe, wie weit das hier noch geht, guck mal. Und ich weiß ja nicht, ob es hier noch weitergeht oder ob sich dann nur dort Wasser befindet. Aber selbst bis hierhin ist schon ganz schön heftig. Dann geht das hier noch bis hier runter. Also die Karte ist schon wahrscheinlich dann hier so irgendwo, keine Ahnung. Geht bestimmt noch ein ganzes Stück nach links. Wir müssen jetzt jedenfalls hier hin. Waisenpunkt. Hm? Moskitohof. Ach so. Ah. Das sind so diese einzelnen Außenposten, denke ich mir mal wieder. Und wenn man das Gebiet stärker oder sicher haben möchte, muss man dort einnehmen. Jetzt peile ich das erstmal so langsam richtig. Ich dachte immer nur, das sind so kleine, auch wieder kleine Quests, Herausforderungen. Nordblick-Tankstelle, ja schön. Werden wir sicherlich auch noch aufsuchen, aber ich werde jetzt, denke ich mal, erst hier hinreisen. Oder weiß ich nicht. Nee, ich wollte ja jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Das seht ihr mal, ich bin ziemlich leicht abzulenkender Mensch. Gratis im Shop, sehr nützlich. Gratis im Shop. Ja, bitte, Baby. Ein Jagdgewehr ist nämlich genau das, was ich brauche, was ich auch unbedingt haben möchte. Weil wir werden ja viel jagen müssen und pipapo, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal alles herzeigen soll, ob mich das interessiert. Wie ich hier durch die Gegend irre wie ein Beknackter und versuche mir sämtliche Taschen und was weiß ich nicht alles zu ergattern. Könnt ihr ja mal schreiben oder weiß ich nicht. Ich werde es vielleicht versuchen, ein paar Sachen natürlich auch offscreen zu machen, weil wir ja auch ein bisschen was von der Geschichte sehen. Da unten sind Leute. Momentan habe ich keinen Bedarf, so wirklich mich mit denen anzulegen. Ich will eigentlich nur, wenn es geht. Da unten scheint was Interessantes zu sein, also nehme ich das hier. Dann nehme ich doch lieber diese Seilrutsche hier. Die nehmen wir jetzt.
ich nehme immer noch auf. Ich habe mich schon wieder ablegen lassen. Na gut. Den haben wir jetzt umgebracht. Den schicke ich jetzt noch aus. Und dann wird es auch wirklich mal Zeit jetzt hier. Komodo-Waran. Scheiße, nichts wie weg hier. Ich denke mal, ich werde dann bring dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zum Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Okay, machen wir. Ich gehe mal davon aus, dass wir das machen. Eigentlich wären wir jetzt auf der Schnauze gelandet, wie jetzt. Den Weg gedeutet haben oder besser gedeutet haben. Ich kenne zwar eine Fackel eigentlich auch, aber ich weiß nicht, ich finde das besser. Ist aber eigentlich Schnitte. Ich glaube, ich werde ihn so nicht mehr schaffen. Definitiv nicht mehr, egal ob ich jetzt hier noch rauskomme oder nicht. Nö, hat sich gescheitert. Ja, möchte ich nochmal versuchen. Ja, das habe ich festgestellt. Ah, diese 50. Diese, immer diese blauen Viecher, das ist immer so ein bisschen was nervt. Vor allen Dingen, ich nehme immer die Videos sehen, also die meine Videos, um auch daraus meine Thumbnails zu basteln. Oh, und ich nehme immer noch auf und wollte eigentlich schon nächste Aufnahmepause machen. Naja, ist egal. Da komme ich ja noch ein bisschen zu, was ist ja auch nicht schlecht. Oh, das ist ja Wahnsinn. Auf der einen Seite muss ich hier ein bisschen ja, bei sowas Gas geben und ich fahre wie eine Oma, aber ich fahre ja wie ein Chaot. Einfach ja, ist jedem ohne Denken, ohne Lenken. Ja, und... ja, was jetzt einmal versuche ich es noch, wenn nicht, wird jetzt Aufnahmepause definitiv gemacht. Du hast es nicht geschafft. Na, sowas aber auch. Ach ja, aber macht ja nichts. Ja, schön abbremsen, dass man wieder das Ding in den Griff kriegt. Ist gar nicht so leicht, es sind einfach ausreichend zu sagen, es ist gar nicht so einfach, das Ding. Ich glaube, die Dinger lassen sich auch so im echten Leben gar nicht so einfach fahren. Ich bin selber nicht Quad gefahren, aber habe das immer mal so von einigen gehört. Ich habe, ich sage jetzt mal, Bekannten, der Quadbahn. Bekannten kann man wirklich nur sagen, nicht mal Freund, das ist ja schon bekannt. Das ist schon alles. Ja, ich nehme schon wieder vor mich her. Das ist dann noch die Strafe oder was? Die Typen da noch? Meine Mann, wenn das mein Arbeitgeber sehen würde, wie ich hier ausliefer. Gut, in meinem Job liefere ich eigentlich gar nicht aus. Das. Ja, das war's eigentlich. Ja, ich beende jetzt diesmal wirklich die Aufnahme erstmal. Mache jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Ja, und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Aufnahmesession. Ich wünsche euch ansonsten viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Ja, hallo Freunde, und da sind wir wieder bei der nächsten Aufnahmesession von mir. Ja, und ich weiß ja jetzt noch gar nicht, ob wir uns jetzt, wann ihr das hier zu sehen kriegt, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie viele Folgen das jetzt wären. Deswegen wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Oder, falls es weniger Folgen sein sollten, wünsche ich euch, nein, das eigentlich nicht. Es wird, denke ich mal, ein frohes neues Jahr sein. Falls nicht, würde ich euch noch einen guten Rutsch auswünschen, aber das ist Käse. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viele Folgen das wären. Es wird auf jeden Fall, denke ich mal... Es wird auf jeden Fall schon im neuen Jahr sein, die Folge. Und im neuen Jahr, das ist vielleicht schon die letzte Folge auch, das weiß ich gar nicht so genau.
Ja, achso, es lädt. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob wir uns jetzt nicht schon im neuen Jahr befinden. Also, nee, Quatsch. Was wollte ich sagen? Wir befinden uns, denke ich mal, schon definitiv im neuen Jahr. Und ich habe in der Neujahrsfolge ist wahrscheinlich nichts gesagt. Naja, scheiß drauf. Ist natürlich doof. Nächstes Jahr plane ich das vielleicht noch ein bisschen mehr im Voraus. Habe ich jetzt auch komplett vergessen. Ich wollte ja eigentlich was zum Neujahr sagen. Und, ja. Ja, und vielleicht sollte ich im neuen Jahr nochmal die Fahrschule besuchen. Weil fahren kann ich überhaupt nicht. Ist natürlich herzlos. Also jedenfalls nicht in Fahrqual 3. Also wenn hier noch Fahrschulen gäbe in Fahrqual 3, würde mich das echt an GTA erinnern. Da gab es ja auch Fahrschulen. Ich weiß gar nicht, ob es die in GTA 4 gab oder wo in San Andreas. GTA 4 nie gespielt, kommt ja demnächst ja dann GTA 5. Ist auch wieder, denke ich mal, ein Riesenspiel wird. Ja, das ist doof. Ja, Ding ist gescheitert. Es lädt wieder. Und ihr dürft mir weiter zugucken bei meinem, ja, wie soll ich sagen, bei meinen Versuchen, diese Ware zu überliefern, um nicht zu verunglücken, aber ich stelle mich da nicht sonderlich gut an. Ich darf vielleicht nicht so viel Gas geben am Anfang. Gibt es wirklich fahren und ich müsste hier springen. Oh Gott. Ist gar nicht so einfach hier. Also es sieht. Ja, was jetzt? Es ist eigentlich schwerer als es aussieht oder nee, andersrum. Vielleicht ist es auch einfacher als ich denke. Ich stelle mich nur zu dumm an. Kann natürlich auch der Fall sein. Ich bin zwar bei GTA und sowas eigentlich auch muss ich sagen, bin ich so beschissen gefahren. Oder bei Saints Row Spiel, was ich in dem mal gespielt habe, bevor wir Let's Player wurden. Das kann ich mal nachher, da fiel mir gerade ein, wollte ich ja mal erzählen, wie wir eigentlich überhaupt zu diesem Hobby gekommen sind. Ich wusste nur nie, wie ich das in eine Folge verpacken soll. Oder mal anschneiden, ich denke, ich mache doch einen guten Grund dazu. Und zwar war das so, ich habe, was soll ich erzählen, ich habe damals, ich sollte mich vielleicht auch ein bisschen konzentrieren. Ja. Glaube ich, gebe gleich auch. Also ich versuche es jetzt noch einmal, wenn es da nicht klappt, dann lasse ich es bleiben, dann ist es eben halt gescheitert. Einmal probiere ich es noch. Also auf jeden Fall, wie wir zum Hobby gekommen sind, ist bei mir war es damals so, dass ich ich hatte damals Final Fantasy 8 zu Hause liegen. Das war so eins der Spiele, die ich mir irgendwann mal in meinem Leben gekauft habe, aber nie durchgespielt habe, da ich schon am Anfang immer ziemlich abgekackt bin. Ich hatte Final Fantasy 7 durch, da habe ich auch ohne Komplettlösung gespielt, habe nur an manchen Stellen mir mal irgendwo Rat gesucht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gespielt habe, war es so, da gab es dieses Internet noch nicht. Habe ich mir damit, glaube ich, auch mal einmal die Komplettlösung kaufen müssen, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Das war so eine gewisse Stelle im Spiel. Da kriegt man nicht gesagt, wo man jetzt eigentlich als nächstes hin muss, oder man könnte es nicht erahnen oder erriechen. Das war so eine ganz gute Stelle. Ja, auf jeden Fall habe ich dann damals gesagt, ey, scheiß drauf, ich hole mir jetzt eine komplette Lösung, habe das Spiel durchgespielt. Und dann hatte ich noch Final Fantasy 8 geholt, also als Motivation. Die Spiele haben mir eigentlich auch recht gut gefallen, muss ich sagen. Ist nicht unbedingt jeden sein, für jeden was. Ich baue ja eigentlich schon wieder nur Scheiße, ich sollte mich mal echt konzentrieren. Ach, wir brechen jetzt ab. Wir brechen jetzt ab, dann bin ich dann wieder, dann lädt er trotzdem und ich bin wieder an der Stelle. Schade eigentlich, ich hätte gerne, da wäre ich ein bisschen aus der Gefahrenzone raus gewesen. Ja, ich brauche aber den blöden Buggy, weil ich will ja nicht zu Fuß hier weglaufen, finde ich doof, da hätte man die Stelle doch lassen können. Ja, dann nehme ich halt einen Kleider, geht auch.
interagieren wir. So. Und wir fliegen jetzt am besten, ja, wo fliegen wir am besten hin? Wenn ich ganz links fliege, ist doof. Natürlich sehr schlau. Erstmal nochmal selbst umgebracht. Ja, wo wollte ich erzählen? Ich hatte auf jeden Fall Final Fantasy 8 gezockt gehabt und ja, nee, also ich wollte es weiter zocken und habe dann damals nicht gewusst, wie ich den Anfang überhaupt packe. Habe das ein paar Mal versucht, bin da kläglich gescheitert, weil ich keinen Plan hatte, wie man da am besten rangeht. Und habe dann eben halt im Internet nach Tipps gesucht und pipapo und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Da mir etliche Beschreibungen durchgelesen habt, dann mir gedacht, oh, was soll's, gibt's einfach mal bei YouTube irgendwas ein, Final Fantasy 8. Vielleicht gibt's da ja so ein paar schöne, hilfsreiche Tipps. Und dann bin ich damals durch einen Zufall, durch einen ganz dummen Zufall auf einen österreichischen Let's Play-Kanal gestoßen. Und der Österreicher hatte Final Fantasy 8 unter anderem Let's Played. Auch die 7 und die 9 hat er noch gemacht, auch die 10 glaube ich. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder neues Final Fantasy Let's Play macht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir sein Let's Play angeschaut und der hat das ganze Ding so interessant gemacht. Der hat das Spiel wie eine Art Komplettlösung durch, also wie so ein Walkthrough nennt man das, glaube ich, also genau so eine Art im Komplettlösungsstil durchgespielt und hat eben halt seine ganzen Tricks und Tipps hergezeigt, wie er am besten seine Charakter formt, etc. etc. pp. Eben halt. Ich setze mich jetzt einfach mal ab. Aber ich bin trotzdem tot. Ich dachte, das reicht vielleicht, wenn ich nicht ganz so... Ja, auf jeden Fall habe ich mir seinen Kanal angeschaut, das ganze Let's Play mit angeguckt und gleichzeitig mitgespielt und das hat mir dann eigentlich, sag ich mal, gut geholfen. Da hat er echt viele Tricks gekannt. Was bei mir jetzt gerade nicht der Fall ist, wie man sieht. Man sieht echt, ich spiele das Ding ja auch blind, ist ja auch ein bisschen spät rausgekommen. Was heißt spät?